So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass heute unter der bewährten Moderation von Isolde Karim zwei, glaube ich, wirklich spannende Persönlichkeiten das Thema Tabu diskutieren werden. Zum Ersten die Künstlerin Elke Silvia Christoufek und der frischgebackene Direktor des Wien-Museums, der Anthropologe Matti Bunzel. Vielleicht einmal den Zugang zum Thema Tabu. Also da gibt es verschiedene Zugänge. Also mein für mich offensichtlichster ist einfach aus meinem Fach heraus. Also ich bin Kulturanthropologe und das Thema Tabu, als es im frühen 20. Jahrhundert wirklich ein zentrales Thema geworden ist in der europäischen Geisteswissenschaft, kam über die Kulturanthropologie in die Diskussion. In unseren Breiten ist der zentrale Text Sigmund Freuds Totem und Tabu, geschrieben 1911, glaube ich. Freuds Schrift, die der Matti Bunzel gerade erwähnt hat, Totem und Tabu, in welcher Weise spielt das in Ihr Werk hinein? Also von meinem Gefühl her ist eigentlich Freud in erster Linie ein sehr begabter Schriftsteller. Also ich habe ihn eher aus diesem Genuss heraus gelesen. Aber nachdem ich auch sehr oft mit meinem eigenen nackten Körper gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass das Bild eines nackten Mannes viel weniger angenommen wird. Was zum Beispiel besonders deprimierend war, dass auch der österreichische Staat nichts angekauft hat von dieser Biennale-Arbeit. Also die Museen haben quasi alle Porträts von mir, freuen sich an meinen Aktbildern, aber der nackte Mann ist liegen geblieben. Also das, und seitdem bin ich auch mit dem Thema Geld wahnsinnig beschäftigt, weil das ist für einen Künstler ziemlich vernichtend, wenn man eigentlich am besten Ort der Welt oder einem der besten Orte der Welt ausstellt und es wird dann fast nichts angekauft zu dieser Thematik. Okay, ich würde dann gerne sagen, es gibt das, was Sie ja angesprochen haben, war ja mal schon der Tabubruch, ne? Also in der Form. Ich glaube, bevor wir mal uns dem Tabubruch zuwenden, würde ich gerne mal kurz mal klären, was ein Tabu ist. Ja, ganz, ganz banal. Also bei Freud, das ist ja ganz wichtig, ist das Tabu ja etwas ganz Besonderes. Magst du vielleicht kurz was dazu sagen? Ja, er gibt als Glossar diese wunderbare Phrase, die heilige Scheu. Und er sagt, dass das Tabu eigentlich zwei Teile hat, die eigentlich irgendwo inkompatibel sind. Also einerseits ist es etwas Heiliges, etwas Hehres, etwas, das über den Menschen liegt. Gleichzeitig ist es aber auch etwas Abstoßendes und sehr Gefährliches und Furchteinflößendes. Und diesen Dualismus, ich meine, Freud ist voller Dualismen, er interessiert sich immer für diese Spannungselemente, das versucht er zu anatomisieren. Und ich glaube, das ist für uns heute sehr wichtig und auch für die Frage nach dem Tabubruch ist es wichtig, dass er sagt, ein Tabu ist kein moralisches Gebot, weil ein moralisches Gebot ist immer auf irgendeine Form von Rationalität zurückzuführen. Ein Tabu, das wirkt, ist ohne Intention, ohne Ratio, man versteht eigentlich gar nicht, warum es wirkt, aber es zwingt die Leute. So ist das vielleicht auch mit dem nackten Mann oder den nackten Körpern. Es gibt da offenbar etwas, eine ganz entscheidende Macht, die dahinter steckt.